So, das ist jetzt mein MT10 von 2016. Ich habe sie jetzt gebraucht gekauft, vor einem Jahr etwa, mit 26.000 Kilometern. War der erste Vorbesitzer, war man irgendwie, war also an dem Motorrad ist alles irgendwie sketchy gewesen. der Vorbesitzer, den hat so irgendwie, der hat es nicht überlebt mit einem anderen Motorrad, hat mir sein Papa gesagt. Und naja, dann habe ich es im Grunde von seinem Papa abgekauft. War soweit alles okay, aber war trotzdem im Nachhinein ein bisschen seltsam. Ja, ich habe mir die gekauft in diesen Nightflow-Ton, nennt sich das. Also neongelbe Felgen und in so ein Dunkelgrau. Fand ich auch nicht schlecht anfangen, aber ja, irgendwann habe ich mich satt gesehen und musste sie so umlackieren. In der Tongebung gibt es nochmal Eisfloh, nennt sich die Lackierung. Das ist im Grunde das gleiche, was ich hier habe, vermute ich mal. Also ich kenne die Farbtöne natürlich nicht im Einzelnen, aber was halt der Unterschied ist, ich habe hier jetzt so ein helles Grau. Da habe ich die Verkleidung lackiert, selber lackiert, und normalerweise ist es beim Eisfloh ist es so ein Metallic matter Ton, Metallic matt. Finde ich nicht ganz so geil. Also ist jeder wie er will. Meins war es nicht. Ich finde es jetzt super geil. Es hat eine Weile gedauert, bis alles gepasst hat. Ja, die Aufkleber habe ich natürlich, sind nicht mehr die originalen, aber da bin ich überhaupt nicht traurig drüber. Das passt. Ich musste die ja natürlich runter machen, als ich die Plastikteile, die Verkleidungsteile lackiert habe. Ne, also lackiert auch mit 2K. Alles professionell. Genau. Was habe ich sonst noch großartig verändert? Eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Es ist eigentlich Standard, würde ich mal sagen. Ja, es ist halt auch schon eigentlich irgendwie ein schönes Motorrad. Ich habe noch so ein paar Tankpads dran. Dann Leverguards habe ich dran gemacht, dann natürlich irgendwie andere Spiegel, beziehungsweise die vom Vorbesitzer. Da waren schon schöne Spiegel dran, aber die waren nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Und ja, ich habe sie noch, wenn ich mal Bock habe, können sie wieder draufhauen, kein Problem. Dann noch andere Bremshebel, also dieses typische Kleinzeug halt, was man so hat. Ansonsten ist eigentlich alles ziemlich Standard. Am Auspuff habe ich nichts machen lassen. Beziehungsweise ich habe ihn nicht ausgetauscht, das ist der Standardauspuff. Ja. Man kann da natürlich was machen, ganz klar, keine Frage. Aber ich finde, das ist nicht unbedingt notwendig. Genau. Ja, was soll man sonst noch großartig sagen? Vielleicht ein bisschen auffällig sind die Aufkleber für die Reifen selber. Fand ich ganz schön, habe ich irgendwo gesehen und dachte mir, komm, probiere ich jetzt mal. Ich meine, auf die Dauer ist natürlich teuer. Also ich weiß nicht, die Dinge halt irgendwie sonst als Reifen, sag mal 300 € und mehr kostet, sondern die Sticker allein schon 100. Ja, ich wollte es einmal machen, ich fand es nice, aber ich glaube, auf Dauer ist es einfach nichts. Und es ist halt auch viel Arbeit. Ansonsten habe ich so ein bisschen die Felgen beklebt. Ja, genau. Was kann man sonst noch eigentlich sagen? Nicht so arg viel. Was noch auffällig ist, ich habe jetzt zwei Knöpfe, den roten und den blauen. Habe ich, also gibt es so nicht an der normalen MT10. Das ist einfach für die, ich habe so Heizgriffe mit Patronen. Der rote Griff ist für die Patronen, da kann ich die einstellen, wie stark die heizen, und einfach der blaue Griff, der blaue Knopf ist für die Kühlung. Die MT10 läuft irgendwie relativ heiß. Ich hatte da auch letztes Jahr, sagen wir mal, relativ kurz nach dem Kauf ein Problem. Man sieht ja hier unten die Krümmer, wie aus dem Motorblock rauskommen. Dahinter, zwischen Krümmer und Motorblock, befindet sich so ein, ich weiß nicht, irgendein, wie sagt man, ein Rohr für die Kühlwasserleitung, und da ist ein Dichtgummi, und der ist undicht geworden. Immer wenn ich irgendwo stand an der Ampel, habe ich so gedacht, das riecht irgendwie nach Kühlmittel. Also Leute, die vielleicht, ich weiß nicht,
Computerkühlung oder so zu tun haben, kennen diesen seltsamen Geruch. Und dann steht man da und denkt so, irgendwas stimmt nicht, seltsam, ne? Wo kommt das von mir? Wo kommt denn das her? Irgendwie kann ich das gar nicht so zuordnen. Der Kontext war ja auch ein ganz anderer. Ja, und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass unten dann so rosa Verkrustung am Krümmer war. Und das ist natürlich draufgetropft. Und ich habe das dann getauscht. Boah, Alter, es war eine gefrickelige Sache. Das möchte ich nie wieder in meinem Leben machen. Ja, ich glaube, zeigen kann ich es jetzt nicht. Es ist einfach zu versteckt, zu verschachtelt. Genau, jedenfalls hatte ich mir dafür halt hier den Knopf nachgerüstet für die Kühlung. Wenn ich jetzt mal anmache, kann man es gleich sehen. Man hört es auch gleich. So. Genau. Jetzt ist die Kühlung an. Und jetzt sieht sie wieder aus. Läuft halt irgendwie relativ heiß, das Moped. Also ohne da jetzt irgendwie eingegriffen zu haben, so vom Werk aus hatte ich irgendwie nach einer Weile immer so 113, 114, 115 Grad mit dem Kühlwasser und keine Ahnung, woran es gelegen hat, dass es unten undicht wurde. Ich war nur der Meinung, okay, das ganz so heiß muss es nicht sein. Egal. Gut, machen wir noch kurz irgendwie einen Soundcheck. Dann sind wir durch, genau. Muss noch kurz den Neutralen finden. Sonst kullern wir weg. So, okay. Also. Genau. So, das soll es auch gewesen sein von meiner MT10. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.